Und hiermit herzlich willkommen, liebe Ackerfreunde. Moin, moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die vierte Runde. Jetzt hier an der Ostseeküste und soll weitergehen. Heute erstmal, wir haben ein neues Hintergrundbild. Wir haben so ein neues Preview-Bild, einfach nur für die Map. Immer wenn wir mal ein bisschen was rumschrauben und mal Langeweile haben, habe mir gestern von Merlinshof dann ein schicken Bild gemacht und wollte das dann einfach mal als Preview-Bild haben, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Genau, und jetzt soll das gleich losgehen. Ich musste gerade nochmal mein Headtracking anmachen, bin dann mit dem Grubber unterwegs, werde nochmal eben die Furchen zuschmeißen auf dem Acker, wo wir gestern unterwegs waren, und würde mir dann nochmal den 5.15er fertig machen, um entsprechend mit der Drille nochmal loszukommen. Da muss ich meine halbe Halde nochmal auseinandernehmen. Egal, wir wollen da ein bisschen vorankommen. So, und alle, die eingeschaltet haben im VOD auf dem YouTube-Kanal, viel Spaß mit der Wiederholung. Gerne unten in der Videobeschreibung gucken für die Livestreams etc. Und natürlich herzlich willkommen alle, die jetzt mit im Livestream gleich mit dabei sind. Venom Rush zum Beispiel schon. Grüß dich, Moinsen. Und den ziehe ich da mal jetzt schon mal rüber. Rätsi, der jetzt auch mit im Livestream ist. So. Zack. So, jetzt lande ich hier bei Prezi auf dem Hof. Das ist korrekt, aber nicht gewollt, denn ich bin hier zuletzt in meinem Schlepper ausgestiegen. Um dann eben nochmal entsprechend Headtracking aktivieren. So, eben das korrigieren. Ober ist dran. Auf zum Nienkamp. Und moin, moin, herzlich willkommen, Prezi, ein wunderschön. Ja, moin, herzlich willkommen, hallo. Ja, sicher dat. Gerade auf deinem Hof gejoint, weil ich vorhin kurz gewechselt bin. Ja. Bin schnell weggegangen. Okay. Gut. Genau. Staatsgeheimnisse da auf dem Hof. Ja, das ist technisch alles noch nicht so ganz ausgereift. Technisch? Ja. Fütterung oder was? Das geht schon mal hier schön. Pago Benz, grüß dich, Moinsen, Orgi88 ist da, Moin Chef, Servus, Fanfahrer, echte Moinsen und LS Farmer, Moinsen. Und noch ein bisschen was ja ausschaffen, Pago Benz, links. Ja. Der nächste. Ja. Ja, schön. Ja, ich muss ein bisschen angreifen. Zum zweiten ein bisschen angreifen. Ja, du kannst sagen, welche du haben willst, welche Fläche. Ich würde mich auch auf jeden Fall auf deine 1,50 Meter Spur versuchen einzustellen, einzugrooven. Ja, das wäre fantastisch, ja. Ja, sicher. Das Ding ist nur, ich habe ja schon eingewintert. Ich muss einmal die halbe Halle da nochmal rausholen. Ach du Schied. Ja. Aber warte mal, jetzt bin ich jetzt, nee, doch, ich muss durchs Dorf von ihnen kommen, ja, sicher. Ja, ja. Hm. Ja. Nun können wir das nicht, weil, also ich würde mir gleich auf jeden Fall Saatgut einmal zum Feld bringen, dass du da genug Reserve hast. Ich kann auch. Dann würde ich auch eben parallel los starten. Ich kann auch von zu Hause aus Saatgut mitnehmen und wir rechnen nachher einfach ab über einen Invoice-Mod. Könnten wir auch, ich habe aber so viel vorgekauft hier. So. Muss ja verteilt werden, ne? Verteilt werden, ja, sicher. Bring dir da gleich mal was hin, kann ich nicht. Okay. Was ich sonst machen könnte, ich könnte mir die Drille vielleicht von Philipp ausleihen. Der hat mal eine Drille? Der war gestern mit einer Drille unterwegs, ja. In der Centaria, glaube ich. Das ist dieses kompakte Ding. Ja. Oder ist das die Maislege, die Centaria? Auf jeden Fall eine Amazone, okay, eine moderne.
Okay. Mal hingucken da in der Lohnerbude, der so einen Start hat da. Ja, der war gestern da mit dem Achter unterwegs, hat auf seiner Fläche selber gedreht, mit Fahrgassen. Haben wir auch nochmal einen kleinen Lehrgang im Anschluss nach dem Stream gemacht. Mhm. Ist gut sortiert hier bei ihm, du. Muss man sagen. Ach ja. Ja, das verstehe ich aber nicht. Wieso hat er die Maschine von der Holstein Biogas gekauft? Das müssen wir uns bei der Gelegenheit vielleicht nochmal erklären. Ja, muss er auch. Aber er nimmt auf jeden Fall schon mal das Heft da vom Lohner in die Hand. Das finde ich gut. Ja, da sah es richtig gut schön aufgeräumt aus und so. Top. Skillray, grüß dich, Moinsen. Was steht heute an? LS Farmer, wir haben gestern hier einen Acker zu zweit geflücht. Merlin und ich für Prezi. Der hat noch ein bisschen Weizen-Aussaat vor sich. Und das würden Prezi und ich heute in Angriff nehmen. Felder bestellen. Ja. Obi, grüß dich. Moin. Einfach hier mit dem Knick, auch gestern beim Flügen. Wenn so ein Baumstumpf, der noch dazwischen ist, Flugschader drinnen klemmen bleibt. Gut. Nix gut. LS Pharma 22 sagt, kann mir wer von euch sagen, wo ich Fass und Streu einstellen muss, wenn ich in 3 Schritten düngen möchte? Also das läuft alles über Precision Farming, dass du da verschiedene Ausbringmengen einstellen kannst. Da musst du am Fass und am Streu eigentlich nichts machen. Aber das war jeweils gestern Thema, war meinst du, ne? Also muss mit Precision Farming spielen, um da eben unterschiedliche Ausbringmengen fahren zu können. Und dann ist standardmäßig, glaube ich, K und M, ne? Und, über Komma stellst du standardmäßig zwischen Automatik und manuell um. Genau. Über K und M kannst du dann beim Stickstoff in 5 Kilo Schritten erhöhen. Und das gilt eigentlich für alle Geräte, also ob das Güllefass, Mischstreuer, Düngerstreuer ist. Genau. Gucken, was ich da auch technisch sauber arbeite. Ja. Du damals im 17er mit einem Bodenverdichtungsskript gespielt mal? Nee. Ich auch nicht. Nee, das habe ich nicht. Ja, nochmal geil. Interessant, aber. Doch, hast du doch.
Ich? Nee. Ja. Auf Arada habt ihr das mal getestet, du und Armin. Bodenverdichtung? Ach nee, warte mal, das muss ja im Dings gewesen sein, im 19er. Ja. Ja. Bodenverdichtung war im 19er, meine ich nicht. Ziemlich sicher, dass da irgendwie mit Spuren auf dem Acker und dann war aber alles voll mit Spuren, direkt nach dem Stroh zusammenfahren oder Getreideernte oder so. Und dann habt ihr das wieder runtergeschmissen direkt. Ja, ja, doch. Das würde ich fast drauf wetten. Ja, kann sein. Das kann sein. Ja, das ist natürlich doof, wenn das so war, ne? Mit einmaliger Überfahrt. Ein bisschen doll. Ja. Aber ist auch schwierig, ne? Je nachdem Wetter und so weiter, die Abhängigkeiten da zu schaffen, was das Spiel hergibt. Ja, und schön wäre ja halt auch dann so eine Abstufung, sag ich mal, ne? Dass man jetzt, keine Ahnung, die erste Stufe hat. Oh nein, ich hab eine Dead Zone, ich hatte Update. Dass es da so eine Abstufung gibt halt, was weiß ich, du fährst mit einem Drescher im Sommer mit vollem Korntank in einer Radmaschine übers Feld, es hat viel geregnet, das macht schon mal Verdichtung. Ja. Irgendwie auf einer Stufe oder vielleicht, ja, dass es in der Dreistufigkeit ist, wenn man die dritte Stufe erreicht hat, dass sich das sozusagen auch ansammeln kann nach 2 Jahren, dass man dann irgendwann sagen muss, komm, jetzt muss ich immer Tiefen lockern, ne? Ja, genau. Oder pflügen oder ackern beim Regen oder so, dass das eine Stufe bringt. Das wäre cool. Also die Komponente Wetter da halt beizuhaben, weil sonst wäre es halt, sonst würde man ja halt einfach stumpf immer einen Drescher mit Raupenlaufwerken dann kaufen oder so, wenn es dann nur jetzt maschinenabhängig ist, ne? Richtig, ja. Der alte 66 grüßt dich, moin. Wie viel Kilo N auf Hektar bringe ich am besten aus, wenn ich es in 3 Schritten mache? Das hatte ich gestern schon gesagt, indem man eine Düngebedarfsermittlung macht. Es prägt sich aber der absolute Profi, bevor ich jetzt nochmal was Falsches sage. Prägt sich das gerne erklären. Oder ich mach's, oder warte, ich mach's und. Weil ich es gestern schon erklärt habe. Oder ich mach's und Prezi korrigiert mich. Du machst am Anfang, beziehungsweise nach der Ernte, eine Düngebedarfsermittlung und ermittelst quasi den Reststickstoffwert, der auf deiner Fläche ist. Und trägst den ein. Dann guckst du nach der Bodenart oder nach der vorrangigen Bodenart, die auf deinem Acker vorrangig ist. Und guckst dann, was da der Maximalwert an Stickstoff ist, den du auftragen darfst, ausbringen darfst. Dann dementsprechend machst du quasi die dreiteilige oder mehrteilige Düngerechnung. Ausbringung. Gestern klang das irgendwie besser. Da warst du schon warm gesabbelt. Ja, wahrscheinlich. Da hat keiner im Hintergrund mitgehört. Ja, richtig. Der immer seinen Senf zu allem gibt. Richtig, vor allem so ein Profi, sondern nee, also jetzt wird's dünn. Ja, aber ich glaube, im Grunde ist es trotzdem das. Bodenart. Dann eben gucken, was schon im Boden ist an Stickstoff und dann eben gucken, was der Maximalwert sein darf. Dann gibt es noch... Ja. Ja, und die Regelung halt, was an Maximalmenge pro Ausbringung ausgebracht werden darf. Aber das ist vielleicht dann auch nochmal Nonplusultra. Man, ich weiß nicht, ob man das jedem, dass jeder so spielen möchte. Ja, und wie das dann halt aufgeteilt wird, das ist halt... Ich nenne es mal regionsspezifisch halt immer unterschiedlich, ne? Mhm. Es gibt Regionen, da wird die größte Menge draufgehauen, direkt zum Anfang. Gängig ist im Getreide, sage ich mal, eine 40-40-30 Aufteilung, also 40% erste Gabe, also 40% des Düngebedarfs in der ersten Gabe, 40% in der zweiten, 30% in der dritten, in der letzten Gabe. Ja, ich sag mal, in viehstarken Regionen mit Gülle, wie machen wir das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was mache ich denn? 50, 50. Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber Tobias, vielen, vielen Dank fürs Raiden.
und schönen guten Tag. Moinsen. Mappi ist da. Moin Moin, Vario Testing. Moinsen. Na sicher, also mich gesprochen. Alles sehr fit. Sehr gesund heute. Noch. 54er Moinsen. Und Philipp. Moin. Ja, Neil Brand ist da. Ja, moin. Ich habe mir heute so eine Nadel abgeholt beim Arzt. Gucken, wie das morgen ist. Irgendwie. Okay. Sonst habe ich da immer das Gefühl, dass es gar nicht irgendwie anschlägt. Und heute dachte sie, könnte sich morgen wie ein Muskelkater anfühlen. Und irgendwie, zack, wo sie das rauszog, hatte ich das Gefühl, ja, das stimmt. Okay. Mal schauen. Mal schauen. Malaria? Nee, Hepatitis A, die zweite. Okay. Dead Zone. Müssen alle auch nur über den Weg fahren, ne? Unbedingt. So. So. Egal welche Achse, alle auf Null? Ja, ne? Ja. Was ist denn die letzte Achse? Ach, die Kupplung. Ja, sicher. Ja, Sigi. Anwenden. Ja, bei der Kupplung oder so, da glaube ich, das ist okay, wenn man da der Zone irgendwie zwischen 1 und 7 hat oder so. So 1 lieber lassen bei der Kupplung. Ja, nicht, dass sie da oder auch bei der Bremse oder sowas, dass das da nicht zwischenkommt und immer aus dem Tempomaten rausspringt, ne? Wenn da schon ein bisschen Spiel drin ist. Was denn? Ja, ich hatte das mal, dass der Tempomat rausgeht. Gelernt hier manchmal auch 1%. So, Spielvortreten. Zurück hier. Oh, gute Besserung, Tobias. Hier von einem Kumpel im Sommer DJI Mini 4 Pro ausgeliehen, das wird hier. Ja, geil. Schön einfliegen lassen. Oh, da kommt Philipp wohl. Nee, da komm ich. Ach, du kommst da rein. Ach ja, wegen der Dead Zone. Na klar. Genau. In Landersum konntest du jetzt das Spiel eben nochmal schließen, gucken, wer dir da geschrieben hat oder so. Hier, zack, jetzt weiter. Jo. Ja, Cedric, grüß dich, Moinsen. LS Pharma, auf jeden Fall nochmal zu dem Thema der Düngeermittlung oder Düngeplanung. Da gibt es ein Video dazu. Da hat Prezi das auch nochmal sehr ausführlich auch erklärt. Auch mit der Liste, die wir in Landersum geführt haben. Und dann mir als Laien das, ja, detailliert erklärt. Mich zurechtgewiesen. Geschult. Ja, wenn ich die Drille von Philipp ausleihe, dann ist die 1,50er Spur auf jeden Fall nicht drin. Dann räume ich meinen Schuppen kurz aus, ne? Wenn das für dich in Ordnung ist? Ja, klar. Saatgut steht schon im Feld, habe ich dir schon gebracht. Alles klar. Ich nehme mir mal die anderen beiden Flecken vornehmen. Beiden sogar. Lau und welche noch? Und Köttelbusch. Köttelbusch. Wo macht man denn die, klappt man denn hier die Flügel ein hier bei dem Gefährt? Oh nee, sag nicht, das geht nicht. Mein Internet hat keinen Bock. Das ist da mit Tobias. Mir sind jetzt ja noch keine Abbrüche. Gamefilter habe ich von Nvidia. Ja, schade. Schade, Schokolade.
Holsteinfarmer, grüß dich, moin. Holsteinfarmer, das ist ja ein Ortskundiger. Der ist Ortskundiger. Gut, so. Ich stehe in See. Haben wir gestern noch schön Paletten hier alle hingestellt, für die Gewichte. Hier so ein bisschen Ordnung einkehrt. Gestern schon wieder gesucht. Also wie in Radezeiten. Die Gewichte gesucht, oder was? Ja. Okay. Oh nein, ja, sein rübergeklemmt. Ihr seid quasi vor meiner Haustür, sagt Holsteinfarmer. Guck mal. Die Ach ja, schon schön hier. Nicht so schnuckelig wie auf der Frühling, aber. Ja, schon schön. Schon schön, ja. Ich glaube, eigentlich muss ich auch nur noch doch schnell rechts in der Ecke den Karate rausziehen und dann kriege ich den Kram da schon her. Das wird in Real Life wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit kosten. Ja, umhängen ist immer zeitintensiv. Mhm. Wobei liegt auch dran, was für Maschinen, ne? Sachsen Gaming, grüße dich, moin. So. Oh, schön. Ja. Ungewohnt, so einen Vario-Schlepper zu fahren. Kann ich schalten? Kann ich schalten, ja. Gerade auch überlegt, ob ich hier mit dem Vario mal drillen soll, aber die Samtpfoten auf 5,5 noch drauf. Ja, das ist doch gut. Das sehen wir doch gerne. Ja, sicher. Thank you.
Schiff, ja. Stecken. Danke, grüß dich, moin. Was ist das für eine Halle für die Gerätschaften? Das ist irgendwie so ein Paket aus Motard. Weiß es nicht, wie es heißt gerade. Ein bisschen Weizen habe ich sogar noch dabei, 178 Liter. Darf ich die bei dir auf dem Acker schmeißen? Ja, sicher. Was ist das für eine Sorte? Kiepelmann. Ja. Ja, wurde. Aber mach mal hinten in der Ecke da. Fang mal hinten in der Ecke an und wieder nicht jeder von der Straße aus. Er ist gerade erst im letzten Jahr gezüchtet worden. Weißt du nicht, was du lachst? Ja, ja, da hast du dir wieder schön einen aufschwatzen lassen da. Vom Vertreter. Ach ja, Sorten ist immer. Sorten sind Schall und Rauch, sagt mein Kollege immer. Ja? Ja, es. Also beim Getreide geht's, aber gerade beim Mais, ich glaube, es gibt über 800 zugelassene Sorten in Deutschland. Also es ist total bekloppt. Wenn du da so eine Handvoll hast irgendwie, dann bist du schon richtig, richtig weit vorne. Das wird da ganz schön übertrieben mitunter. Ja, und da gibt's einfach keinen. Ist egal, welche Sorte du hast quasi, oder was? Ja, genau, das bringt einfach keinen Mehrwert irgendwann mehr, ne? Also. Dann ist dann jede Sorte mehr oder weniger gleich, ne? Nicht irgendwie Standort oder sowas, dass es da Empfehlungen gibt? Ja, also gut, jetzt war eine Handvoll, ist vielleicht ein bisschen für die Region eine Handvoll, sag ich mal. Insgesamt haben mit Sicherheit irgendwie 50 Maissorten ihre Daseinsberechtigung, aber keine 800, ne? Weil ja. Die Parameter sind halt bei vielen Sorten halt komplett identisch, was Reifezahl angeht, was Jugendentwicklung oder Bedarf an Wasser angeht oder so. Ähnliche, zum Teil gleiche Genetiken, nur mit anderem Namen dann. Eigenmarken viel. Also da wird sich schon ganz schön einer von fertig gemacht. Das geht. Ja klar. Marktwirtschaft, ne? Alles gut so, ne? Aber der Bauer, ja, der wird von allen Seiten dann. Ich weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Ja. Genau. Upsi, dupsi, grüß dich, moin. Andi, grüß dich, moin. Oh, hier Straßenwelle. Heiko, grüß dich, moin. Staubwolke auch, in wunderschön. Ja, schönen Montag. Alle gut in eine Woche reingekommen. Dann so schön stolz erklärt. Mein Wochenende fängt jetzt an. Am Sonntag. Ach ja. Gut. Ein kurzes Wochenende. Ja. Oh, morgen so. Geht's wieder rein in 24er. Okay.
Asori oder Patras geht immer als Weizen. Andi hier. Ich habe da gar keine Ahnung von, was das da gibt. Ich habe mir den Namen aus. Asori ist eine gute Sorte. Das. Ja. Ja. Die ist mir bekannt. Ist bekannt. Patras auch. Das ist unsere Region. Ja, nur Patros. Patros? Der Feta-Käse. Pat und Patterchen kenne ich. Ist es der Kranmann 2? Denn für die. Ne? Brille? Ja. Ja, das muss ich mir auch nämlich gleich nochmal einstellen, weil das hatte ich bisher auch immer nur auf der rechten Maustaste und das finde ich dann zu doof. Schon alles ja. Irgendwie im Griff bei der Nähe sein. Ich habe es mir weggelegt und ich weiß nicht mehr wohin. Hallo. Ja. Steht das nicht auf dem Boden? Ja, das ist drehen. Das ist ja nicht klar, aber drehen. Doch. Schläuche war nicht drin. Kick mal an. Ah, schön. Es klappt wieder hier. Ich musste mir letztens erstmal hier wieder meine ganzen Texturen wieder hier einziehen, weißt du? Dann hatte ich wieder so Riesenkörner. XXL-Körner. Ah ja. Ich hab die Dachluke gar nicht auf. Ja. Mhm. Kennert eigentlich. Wie geht denn das? So. Sicher. Ja, recht. Ist ja recht. Das sieht nochmal besser aus. Und hinten sowieso. Amazone den 9. So. Warte mal, wie fahre ich denn hier die Bahn? Würdest du auf der östlichen Seite auch die Kante als Referenz nehmen? Die lange? Tja. Ich glaube, ich würde ganz links eine AB reinziehen. Ganz links die beiden. Den Ausläufer quasi. Ja. Den kurzen. Den kurzen. Mhm.
2, Crane Arm 1, Rotate Y. Das ist was? Dass man das nicht auf Deutsch machen kann. Euer Sender grüße ich erstmal Moinsen. Timmy Moin, kann man die Reifen vom 15er als Mod oder so bekommen? Die Reifen sind im Basecamp drin, das sind 800er Reifen. Da muss man sich dann nur in den Trecker eintragen. Ging im letzten Stream, wir waren flügen hier auf der Fläche, Nienkamp. Nix da, in einem Rush, ich brauch keinen Teppich in meinem Favo. Das ist Fendt hier, die braucht man zum Arbeiten. Qualität. Und Hauptspur 3 Meter haben wir noch nicht. Legen wir an. Ja, geil, grüß dich, Moinsen. Er sagt, er wird den Schlag einfach auf 0 Grad Ausrichtung fahren, weil du ja keine gerade Kante hast. Wäre auch eine Idee. Tatsächlich auch vorhin gedacht, wo ich das so gesehen habe. Ja, musst du jetzt sagen. Also ich glaube, das ist nicht schlecht, da an der Kante lang. Ja, dann mach es. Alles gut. Nick Mori, grüß dich, moin. So, und jetzt muss ich nochmal eben den... Ich bin jetzt... Hattest du jetzt rausgefunden, auf welchem Kranarm das ist? Ehrlicherweise nicht. Also Frontlader Tool 2 heißt es, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es aufgegeben. Frontlader Tool 2.
Und hast du dir nicht auf den Joystick belegt jetzt? Hatte ich eigentlich, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also wenn ich aufs Fahrzeug gehe, D9. Frontlader Werkzeug öffnen und schließen. Ist es das? Ich schau mal. Access Frontlader Tool 2 heißt es. Ja, das ist es. Frontlader Tool, was war das jetzt? Ja, Frontlader Werkzeug öffnen oder schließen. Zur Erklärung, hier ist eine manuelle Fahrgassenschaltung drin, in der Drille, die dann auf 1,50 Meter hier Fahrgassenmarkierung einfährt. Doppelbelegung drin sein. Ja, ich habe es jetzt mal auf eine andere Taste gelegt, die ich definitiv noch gar nicht belegt habe mit irgendwas. Timmy, nee, ein Tutorial zum Einbauen, also weiß ich, wüsste ich nicht. Stimmt, wie man Reifen einbaut. Grundsätzliche Sachen. Das irgendwie aus dem Packer rausbauen, dass der so eine krasse Kollision hat, weil der schiebt den halt, also das ist mit GPS manchmal total schwierig, ne? Der schiebt den dann, also kommt gar nicht in die Spur so richtig. Das kann man manchmal noch mal ein bisschen ausreden. Das Geile ist, eigentlich ist das voll realistisch. Mhm. Weil das bei den, sogar bei den Ringpackern halt wirklich so ist, dass die Lenksysteme da irgendwann zu kommen. Glaube ich auch, ja. Also der Cambridge, weil es die so ein bisschen drüber herläuft, nicht so kritisch, ne? Ja. Ja, die ist natürlich schön tief drinnen, ne? Die ist schön geführt. Da ist ja auch so ein bisschen Spiel ist ja drin, nach links, rechts. Aber wenn du da drüber hinauskommst oder rein oder raus willst aus der Tür. Allrad, hast recht. Ja, da nehmen wir nochmal mit. Allrad hilft. Allrad hilft richtig. Aloha, Nickel G, Moinsen, grüß dich. Nee. Wo ist denn?
Geflügten ist das immer so eine Sache mit Ringpacker und GPS. Ja, glaube ich. Aber ja, wahrscheinlich auch ohne GPS wurde die Spur dann zu halten gar nicht so einfach mit dem Ding. Beziehungsweise aus der Spur rauszukommen. Uns hatte der MB-Truck ja immer den Ringpacker vorne dran. Ich bin ziemlich sicher, der ist halt. Damals ist man, oder sind die nicht mit GPS gefahren. Und ich denke mal, auch der wird dann damit zu kämpfen gehabt haben, oder? Ja. Kann natürlich auch sein, es gibt 40 cm Durchmesser, Ringe oder 90. 70er gehen natürlich auch leichter, weil die, ne, klar, die nicht so tief einsinken. Sicher. Den Favo am Brüllen. Eigentlich nur die Reifenregeldruckanlage, um das Ganze noch zu kloppen. Bisschen Luft raus. Tja, so macht das ohne Anlage, ne? Ja, genau. Wo bist du? Bist du in Ködelbusch? Ja. Ködelbusch, ach, da unten. Sicher. Schnelle Piste. Oh, guck mal nach hinten. Ja, ich wollte es gerade sagen, was ist das? Arbeitet zu breit. Oder was ist das? Nee. Das ist. Was ist das? Erstmal beobachten und weiterfahren. Ja, das ist eben, weil ich da ja aus der Spur halb raus. Das ist da, wo es jetzt quasi gedoppelt ist, glaube ich. Ja, das kommt dann. Aber wenn das da jetzt so hell ist, weiß ich auch nicht. Ist das eine Fahrgasse? Ich nicht, ne? Ach so, ich weiß, woher das kommt. Ein Packer? Der Packer da gelaufen ist, ja. Hier, wo er jetzt nochmal quasi drüber läuft, ne? Saatbett? Ja. Genau. Ah, okay. Ja gut, hier habe ich jetzt die Linie doppelt. Unkritisch. Tagessonnenschein, grüß dich, Moinsen. Jan, MF8S, moin. Steht nur ein Schlepper bei dir auf dem Hof, kannst du bestimmt denken, welche. IHC 745. Aber der steht bei Prezi, aber Frühling, von daher brauche ich den nicht auf meinem Hof hier. Jo. Macht Spaß. So.
du immer von dem blöden Auspuff. Das macht nichts. Aber das ist halt, so. Aber du hast ja schon einen 500er da mit Rohr an der Seite. Ja. Ja, früher Rohr noch vorne drauf gehabt und dann ja auch noch die alten Kotflügel, meine ich, ne? In dem alten eckigen Dingen. Ja, modernes Ding hier. Ja, okay. Und was denn da mit Fahrgassen da? Und gleich die nächste, genau. Hab ich mir jetzt gerade zurechtgelegt. Ja, ich überlege noch, ob ich wegen mitzähle, ne? Ach ja. Der 7. und die 12. ne? Richtig, richtig. So wie damals. Ja. Dann muss man da doppelt Arbeitsbereich haben. Richtig. Und dann kann ich gleich die Automatik rausmachen. Warte mal, dann wollen wir hier mit einer Einstellung gehen. Zack. Manuell. Das machen wir dann zu. Die 1,50er da rein. Ja, machst du schön, du. Ehrlich. Weißt du was, das gab es im 17er bei Proceed mal, oder ich erinnere mich daran, ich weiß nicht, ob es eine falsche Erinnerung ist, da hatten wir eine Federstadtdrille, du und ich. Ja. Und da hast du Proceed aktiviert und immer in der Fahrgasse, also wenn der die Fahrgasse dann auch aktiv hatte, also von Proceed aus, hat er das automatisch gemacht. Absenken. Automatisch die Vorauflaufmarkierer bedient, ne? Ja, genau. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber schade, dass das nicht mehr da drin ist. Ich kenne da so ein Skriptor. Ja. Ich hab da eine Idee. Halt auf den Boden. Wird schon, sagt er dann. Gehen wird schon. Gehen wird, ja. Ist halt viel Arbeit. Ach ja, das wird schon schön hier im Sommer auch mit der Ernte. Ja, sicher. Hier hinten die Ecke, nimmst den 8er noch mit als Reserve und dann schön nach Hause juckeln das Getreide. Schon ein Stück weg hier. Alles gut. Andi sagte hier noch zum Packer, kommt immer darauf an, was für ein Boden, schöner Lehmboden hast, der extreme Schollen und Flügen hast, dann ist das anders auf dem Sandboden. Ja, auf dem Sandboden, sowieso, da macht der Ringpacker dann aber auch nicht so viel Sinn, oder? Aber gerade da. Oder gerade da, weil du unten ein bisschen verfestigen willst, ne? Ja. Ein bisschen tiefer rein willst. Und Janis ist am Start, Janis Bertels, moin. Ja, dieses
dieses Auslassen finde ich immer irgendwie so unschön, wenn man den ganzen Acker da fertig macht und dann die ganzen Gassen dazwischen auslässt. Und das ist immer lieber mal links, rechts, umherzufahren. Und dann währenddessen halt immer schön abzuschließen. Ich fahre immer auf und ab und wenn die Gasse kommt, überspringe ich eine. Und dann auf dem Weg bin ich quasi die zuspannend. Ja, genau. Der Spur aus dem GPS holen. Ja, die Spuren hat man ja noch dabei. Ist wild. Ist ein geiles Spiel. Ja. Ja. Arschgrüßig, moin moin. Summer SSL. Auch wieder am Start. Moin, moin. Danke dir nochmal. Seid ihr in die Woche gekommen? Klassischer Montag oder gibt es Ausnahmen? Es ist ein geiles Gespann. Mag ich auch sehr gerne. Ja. Es ist ein klassischer Montag minus 2 bei mir, ganz klar. Klassischer Montag minus 2? Ja. Was denn? Das passiert danach wen vom Wochenende und rechnet uns auch noch. Richtiger Minus Montag. Ja. Kannst mal haben. Kannst mal haben, ja sicher. Muss auch mal dabei sein. Schön bunt willst du haben. Bunte Tüte. Schöne Mischung. Bestimmt schon der Campus verpachtet. Ja? Der Bude war hier da. Ach so, ja, ja, klar. Was macht denn der da auf dem Acker? Der hat da geflüchtet, jetzt ist er da an Säen, du. Der hat die bestimmt an den verpachtet. Ja, das ist aber auch der ist auch jedes Wochenende ist der auch gesehen, bei dem siehst du den in der Kneipe, du. Da kann ja auch nichts werden. Die Burlage, ne? Ja, sicher. Ach, ja. Hat zum Wochenende hat wieder weggefeiert. Immer nur auf Jüchtung.
Ja, aber die Nachbarschaft hilft sich so. Das ist auch ein Zeichen nach außen hier, wer mit wem und so kann, weißt? Ja, stimmt, das stimmt. Da kann er froh sein, dass er so einen guten Nachbarn hat da. Sicher. Ja, aber der kommt ja, dem sein Vater, der kommt ja aus Hessen. Da hat er ja auch noch so einen kleinen Griff da. Direkt vom Markt und was alle. Und die Milchviecher haben die da auch noch. Muss ja auch umgehen. Nur am Juckeln, der Kerl. Kann er nicht Homeoffice machen? Machen so heutzutage doch alle. Richtig. Miteinander, nicht gegeneinander. So nämlich. Schönes Miteinander hier. Absolut. Nur die Flächen nach vorne peitschen hier. Das ist schön. Das ist wie Hecken. Flo-Driver, moin. Nee, Urlaub nicht. Bei mir ist das auch immer ein bisschen verschoben dadurch, dass man Schichtdienst und nicht feste Schichten hat. Deswegen habe ich gestern gesagt, quasi ging gestern mein Wochenende los. Gestern war erster Tag vom Wochenende, heute zweiter. Ja, genau. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Ja, das Wochenende, das hat auch nicht Schubkraft. Bräuchte man noch eine Anzeige, ne? Dass die Lochmarkierer da unten sind. Egal. Jo. Man aber in echt auch nicht. Sieht man das in echt irgendwie? So eine Anzeige? Die sind ja in echt, je nachdem, bei so einer mechanischen Drille sind die ja häufig an die Spurenreißer gekoppelt. Also die Bedienst. Rechts, links, ne, hydraulisch und dann läuft da so ein Rädchen durch und dann je nachdem Spur jede fünfte oder jede siebte oder wie auch immer wieder runter mit. Mhm. Bei der elektrischen Kuhndrille, mit der ich viel unterwegs bin, und die zeigt das im Terminal an, ob der Fahrgast macht. Mhm. Dann würde ich ihn manuell hydraulisch runterlassen. Vergisst man natürlich auch nie, ne? Natürlich nicht. Früher, wenn man dann, dieses Jahr habe ich kein Herbizid auf einigen Flächen gemacht im Herbst, weil es einfach zu nass war, zu spät war. Und dann hat man früher so eine Ecke und so, hey, Moment, hier muss doch eine Fahrgasse hin. Drei Kästen Bier. Aber Gott sei Dank alles nur im Vorgewende und eine ganz kleine so in der Ecke. Das kommt nicht. Das passiert mir auch immer. Ja, oder diese kleinen Fenster, wo du mir letztens geschickt hattest. Immer wieder. Alles geht. Ja. Das fangen wir mal rein mit der pneumatischen Drille. Die braucht unheimlich lange Vorlaufzeit, bis das Korn quasi aus dem Kompensierer ja, ein bisschen in der Erde ist. Ja. Echt lange Wege bei der Drille auch. Homeoffice ermöglicht halt auch öfter mal einzuschalten zu können hier. Ja, das ist richtig. Ich bin auch Befürworter vom Homeoffice, dass er die Leute da mal gewisse Aufgaben nicht überall hinscheuchen muss, finde ich auch richtig. Wer das kann und wer das will und das bearbeiten kann, auf jeden Fall. Auch viele, die viel effektiver von zu Hause aus arbeiten, als sie es im Büro machen würden. Wieder der Kollege, um zu sabbeln.
Genau. Käffchen trinken. Ah, schon wieder? Ja, sicher. Nicht zum Spaß hier. Oder Semester für den Aufstieg. Also, okay, grüß dich, 19 und Lecky, moin. Die Fahrgassenschaltung oder Fahrgassenschalter, die werden jetzt hier gerade in dem Fall manuell gemacht. Normalerweise ja mit Proceed. Und hier in dem Fall aber bei den Drillen haben wir hier so einen Fahrgassenauflaufmarkierer hinten, der manuell geschaltet werden kann. Und dann auf 1,50 Meter breit die Fahrgassen hier reinfährt. Hier siehst du die vielleicht? Ja, ne? Jo, das ist die Fläche von gestern, genau. Jetzt 15 oder Nebenkampf, genau. Nein! Hast du den Stream offen? Gibt's doch gar nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, nee. Wieso sagt auch keiner was, ey? Oh, nee. Ich kann das doch nicht alleine, Mensch. Mach den Stream doch nicht umsonst an, Leute. Also, da müssen wir eigentlich was für einführen. Ja. Da müssen wir eigentlich mal irgendwie, weiß ich auch noch nicht. Junge. Ah. Oh. Komm, ich will es jetzt mal ehrlich wissen, ob einer wirklich bei den Zuschauern dazwischen war, der das gesehen hat und auf diesen Unfall gewartet hat. Ganz ehrlich will ich es wissen. Oh nee. Vor allem, du hast das Hat ja an. Ja, richtig, für die Fahrgassennummer, also für die GPS-Nummer. Nichts anderes. Da komme ich ja genau richtig. Oh. Ja, Louis, mach doch mal einen guten Vorschlag. Wir müssen mal irgendwie hier so ein kleines. Nur noch deswegen hier. So eine kleine. Wir wollen die Lernkurve. Die Lernkurve wollen wir verbessern. Was kann man da mal machen? Fässchen Bier oder so? Welche Kurve? Welche Kurve? Wow, ist schon ein paar Tage her. Ist schon ein paar Tage her wieder, aber. Ja, ich bin jetzt hier gleich fertig. Ich komme dann mal mit dem Steier und mit dem Fässchen vorbei, ne? Der Steier, der steht ja noch hier. Du düst da eben mit los. Ja, ich würde damit eben mal losdüsen. Da haben wir den denn drauf hier, diesen mobilen Tank von Steffen? Ich schätze schon. Ohne geht's gar nicht. Kein Spielstand mehr ohne dich. Ja, genau. Am Wochenende tanken. Der Schlepper wird wieder vergessen. Alles voll machen, aber nur den Schlepper nicht. Vier Stunden mit einem Einreiher Roden satt, Louis. Oh. Schön. Es ist einfach schön.
Der Innenraum sieht ja tatsächlich gar nicht schlecht aus hier in dem Ding hier. Ja, aufgeräumt. Voll. Und wie gesagt, ich finde am coolsten die Lichter. Der hat nur 4 Gänge. Genau, 4 Gänge, aber zwei Gruppen. Mhm. Den Hektar mähen mit Mähbalken. Die normalen Fahrgassen sind mir auch wirklich viel zu breit. Da kannst du locker mit deinem 800er pushen durch. Wo die auch nicht so breit sein können, obwohl das halt auch so breit sein könnte. Ich glaube, das mit der Breite der einzelnen Fahrgasse oder der einzelnen Spur, das lässt sich nicht dünner einstellen. Das wäre halt geil, wenn wirklich nur so eine ganz dünne Pflanzenreihe quasi ausgelassen wäre, ne? Nur als Markierung. Das finde ich liegt so ein bisschen an den Fahrgassenbreiten. Also mein Nachbar, der macht 15 Meter auch und der macht 2 Pfeifen zu. Also 12,5 Zentimeter Reihenabstand, 25 Zentimeter. Ich mache 21 Meter Gassen im Getreide, ich mache 3 Pfeifen zu und bei 27 Meter machen wir 4 Pfeifen zu. Mhm. Also, weil wir halt sagen, größere Arbeitsbreiten, da haben die Schlepper auch größere Pflegebereifung. Und du hast ja das Problem, wenn du da durchfährst, gerade so Abschlussdüngung oder so, da beschädigst du ja die relativ weit entwickelten Pflanzen und das sorgt dann dafür, dass die ja, im Prinzip verspätet abreifen und dann hast du ziemlich viele grüne Pflanzen in den Fahrgassen immer stehen, ne? Die du dann nachher mit im Getreide hast, ne? Oder im Korn hast. Aber da gehen die Philosophien auch ein bisschen auseinander. Manche, die sagen dann, ja, wenn du so 4 Pfeifen zumachst, dann hast du ja eine riesen Lücke, wo nichts steht. Andere wiederum sagen, ja, ich will aber auf keinen Fall irgendwie grünen Durchwuchs oder so. Wieder andere machen ja gar keine Fahrgassen rein. Gibt es ja auch immer mehr, habe ich so das Gefühl. Echt? Die dann einfach selber reinfahren oder was? Ja, Landwirt in MV zum Beispiel, ne? Mhm. Der sagt halt, der fährt ja auch diagonal dazu. Und ja, du hast halt auch einen Vorteil, auch so in so einem nassen Frühjahr wie jetzt, du hast natürlich eine Pflanze da stehen, ne? Also bewachsener Boden trägt immer besser als nackter Boden. Bodenstruktur, der Boden ist durchwurzelt. Ist nicht nur von Nachteil. Und Hydraulik hat er nicht, aber dann muss ich den hinten drauf packen. Oh, ist aber ein anderer Tank. Ja, seit wann hat er eine 3-Punkt-Aufhängung? Das hatte der doch bei uns noch nicht. Das ist neu. Das ist neu. Guck mal, hier gibt es sogar einen Brinkerfarben. Fendt natürlich. Verrückt. Oh ne, das ist aber zu wild hier. Santa? Muss Admin sein, wa? Schweden 123, moin die Herren, sagt er. Grüße. Tacho. So, und wo gibt's hier irgendwo, kann ich hier hinten tanken vielleicht schon direkt? Das weiß ich nicht, das kann sein. Hm? Ja, den werde ich glaube ich auch wirklich immer vorsichtshalber mitnehmen. Sag mal eben mit dem Jungheinrich verladen.
Ist sein Hof eigentlich zum Download oder bleibt er privat? Von mir aus kann ich den online stellen, aber das, ja, müssten wir noch. Also ich kann so viel dazu sagen, dass das nicht einwandfrei funktioniert, ne? Ich kann nicht die ganze Modliste dazugeben. Da halt Sachen angepasst sind. Aber so wie es da ist, kann ich das natürlich gerne zur Verfügung stellen. Und dann muss sich das jeder selber mit den Mods zusammensuchen. Wenn sie auch damit einverstanden wäre. Merlin auch. Das Safe Game oder was? Mhm. Tja. Also, ich grundsätzlich nichts gegen. Das wird halt nur keiner, ne? Weil man muss halt sich die ganzen Höhen und so weiter ja auch anpassen. Ja. Hier nicht runter. Die Hand runterziehen. Jetzt hier für eine Geschichte. Ich gehe hier nicht mehr weg. Mit Superkraft kriegst du nicht zu packen, oder was? Nee. Ich halt den jungen Heinrich in der Hand nehmen. So. Lernfähig wie ein Stein. Breite der Spur ist aber eben der beste Kompromiss, wenn man auch Kurven fahren will und sich auch mal außerhalb von dem Geländewinkel bewegt. Achso, ja, im Spiel, auf Spieltechnik, ja. Ganz nicht so hoch, weniger Ertrag. Wäre halt später geil, finde ich, wenn das ein bisschen hochkommt noch. Was hochkommt? Wenn das Getreide dann hochkommt, dass das dann in den Fahrgassen halt ein Tuck runter ist, ne? Nicht ganz so schnell hochgekommen ist. Optisch ja, aber wie gesagt. Ja. Links ist es eigentlich nicht so gut. Bock eben am Lauf vorbeizukommen, wenn du schon unterwegs bist. Ja, sicher, brauchst du Saatgut. Jo. Oder muss er, ja, muss er auch tanken? Nee, ich tanke immer, wenn ich vom Hof fahre. Ja, das ist Praxiserfahrung. Abfahrtskontrolle nennt man sowas. Ja. Alles abschmieren, alles nachgucken, tanken. Öl nach Ölstand nach kontrollieren, dann geht es los. Das war damals bei uns, wie soll ich sagen, da gab es die höchste Strafe von. Der Chef irgendwann später mittags abends
mit dem Dieselfass noch vorbeikommen musste, weil man morgens nicht getankt hatte. Von Abend vorher, da gab es mal richtig Theater. Verständlich. Ich bitte doch um Nachsicht. Kommst du hier hoch oder was? Ja. Sonst kommt noch vielleicht ein Stück den Fahrradweg hoch in eine andere Richtung. In eine andere Richtung? Mhm. Ja, da kommst du nicht weiter. Da komme ich auch nicht wieder runter. In der Leitplanke. Bleibt oh, jetzt. Ah, hier ist Jimmy, warte, Jimmy hält. Schweden, wir sind am Drillen eigentlich. Also, wir beide auf zwei verschiedenen Flächen von Prezi. Ich hab da nur leider gerade Malheur gehabt. Malheurig. Ob ich schweiß runter hier. Ja, schmeiß mal ein paar Sack rüber eben hier. Und renn da. Oh, hier mit der Leiter. Und dann vom Anhänger auf den Leiter. Ja, geht's. Jo. Und hepp. Und hepp. Kann ich. Geht nicht. Dran. Geht nicht. Ey, der tankt jetzt. Ah ja. Oh, jetzt geht er los hier. Rinder mit. Jawoll. Das ist aber auch. Oh, ach, du hast die Steckachse jetzt drin. Jo. Oh, das sieht auch irgendwie geil aus. Aber aktuell noch nicht. Also zum Maislegen würde ich ihn wahrscheinlich rausstellen. Ja. Dann mit dem Reifenpacker drin. Wo hast du die jetzt rausgezogen? Aus irgendeinem John Deere. Ehrlich? Ich weiß nicht mehr welcher. Ja. Doch, gefällt mir so wohl das Gespann. Woher ist der Anhänger? Das weiß ich nicht. Das ist ein. So ein ollen Anhängerpack ist das. Und los geht das wieder. Ja, schönen Dank. Guck mal hier, bleib ich am Rollen hier. Richtig Meter machen. Ich muss mich auch mal ranhalten hier, sonst krieg ich den Acker da auch nicht fertig. Das schaffen wir es nicht. Wir haben nur noch eine Stunde. Wir wollten noch auf den Frühling rauf rein. Du, wenn du fällst. Das Thema ist durch für heute. Oh. Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, bei dir vielleicht. Okay. Ich bin morgen raus. Ne? 24er, da drückt auch schon wieder im Nacken. Ach so. Mittwoch bin ich auch raus, da bin ich, ja, Donnerstag, aber dann da muss ich aber nach einer Sondergenehmigung, eine allerhöchste Alarmstufen-Sondergenehmigung fragen. 14er, ne? Ja. In, da werden die Argumente dünn. Das kann ich mir vorstellen. Dass das eher schwierig wird. Ne? Mittwoch ist auch gar nichts dort. Hey, Mittwoch fahre ich nochmal eben in Harz rein. Da geht's dann. Okay. Übergabe vom Hund. Ach ja, genau, da war was. Ganzen Tag? Nee, hey, natürlich nicht den ganzen Tag, aber. Mal sehen, also ja, ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Ich bin auch aufgeregt ein bisschen. Ja, glaube ich. Markus, grüß dich, moin.
So. Steht er nun hinten auf dem Acker. Ist das 975 Steier? 968. 60. Der kleinere aus dem. Gibt so ein Case Steierpack. Da ist das der kleinere davon. Mhm. Ist echt also ein schönes Ding. Also wie gesagt, das ist nach realem Vorbild ja so ein bisschen gestaltet, hier der Hof auch, und da wird der auch gefahren. Und ich glaube, das ist ein Dreizylinder, glaube ich. Aber hat echt ganz ordentlich Dampf und schön übersichtlich, wendig. Und in-game, also jetzt hier so im Spiel auch echt ganz cool gemacht, cooler Sound. Mhm. Hat relativ dicke Pushen natürlich, ne? Aber. Ja, das gibt's bei Bertels nicht anders. Das sind die Bertels-Gene. Klar, da musst du Maximum immer rausholen. Ja, sicher. Gibt es Familienzuwachs? Nee, nee, nee. Doch mal mit 3 Punkten der Tetscher nehmen sollen, dann hätte ich da mit dem Ack auf dem Acker fahren können. Bodenschonung ist da, immer. Uns gleich hier noch schön zu zweit auf dem Acker. Ja, es wird glaube ich nichts. Punkt 18 Uhr fällt bei mir der Hammer. Und dann habe ich die Ecke hier hoffentlich drin. Musst du alleine durch. Ja. Also ich könnte da schon viel weiter sein. Es ist so. Es ist so. Was ist denn auf der schiefen Gasse da auch passiert hier? Da ist auch so eine Ecke. Muss noch gepflügt werden. Hat er da auch drauf rumgemalt? Denke. Wahrscheinlich. Ich glaube, ne? Ja, da war früher mal so ein Weg hinten auch irgendwie. Den hat er, glaube ich, wieder weggemacht. Meine Diesel auf den Knick stellen hier. Muss weitergehen. Steier, wo findet man den? Im Mod-Hub oder wo? Mhm. Markus, da musst du mal im Mod-Hub gucken. Ausrufezeichen Mods, ich habe es tatsächlich eingerichtet. Ist keine Mod-Liste, aber das beste Portal, um Mods zu suchen. Mod-Hub. Mod-Hub. Wie werden sie geholfen? Sehr schön.
So, Flo, als Referenz haben wir hier die kleine Ecke genommen. Von hier nach da. Hier schön alles per Achse. Kacheln. Ja, auch richtig Bock drauf. Ja. Aber ja, wenn ich denn unterwegs bin, fang damit gerne schon an. Dann kannst du gerne mit deinem Lohnerfass bei mir hin. Oder kann auch gerne Philipp mit seinem Lohnerfass bei mir. Oh ne, der kann ja nicht, der kann nur 21, ne? Ich glaube, der kann 15 und 21. So, ja, dann kann der auch gerne, wenn er Bock hat, ein bisschen Lohneraufgaben zu machen, kann er natürlich auch gerne bei mir fahren. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ja, die Kontrolle hier mit der Fahrgastbeschreibung. Oh, das läuft. Michi, 60, im 39. Monat hier reingeknallt. Vielen, vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Montag gewünscht. Ich sehe, läuft die Drille bei dir. Mein Chef wollte heute Sommerweizen grillen. Dreimal darfst du raten, wer sich bis zur Achse festgefahren hat. Ja. Ich habe auch einen Spezi, den wir unbedingt Sommergäste machen. Und geduldig sind sie alle. Alle rauf auf Acker. Das ist so ein paar. Nee, da habe ich die wohl schon gesehen, die sie reingefahren haben. Aber mit Fass hat gut geklappt. Also auf den Flächen haben sie gut kontrolliert. Die Düngerspeise sind irgendwie da. Glitscht. Ja, da traut man sich immer mehr. Und dann muss man ab und zu mal da durch. Und dann sollte es doch noch nicht sein. Ich wollte morgen wieder los. So richtig kritische Flächen. Nix. Gar keinen Bock drauf. Da nützt nichts. Man muss ja Dünger drauf, sonst geht das Getreide vom Acker. Björn Dahl, grüß dich, Moinsen, Falkenkopf, Moinsen. Wenn du Sommerweizen anbaust, müsstest du ja eher aus dem Süden kommen, oder? Okay. Das ist, kann man dieses Jahr nicht so richtig sagen, weil so viel versoffen ist und bei uns, wo kaum Sommergetreide angebaut wird, dieses Jahr halt auch einiges gemacht wird. Ne? Einfach weil im Herbst das Wintergetreide nicht reingekommen ist. Dem Klimawandel. Ja, von dem Klimawandel. Nass und kalt, monatelang. Hm. Das ist nicht zu laut. Trockene Phase kommt wieder. Ja, lass mal kommen. Lass mal kommen. Jetzt ich bitte. Hab hier zu Hause. Zu Hause war es noch nie zu trocken. Man kann immer zu nass. Also, es gibt nur zu nass. Mhm. In der Region natürlich völlig anders. Gab es denn heute bei der Nudeln eigentlich dabei?
Ketchup. Ketchup. Nudeln. Aber was gab's bei dir? Nürnberger. Gab's dazu. Eine Soße? Okay. Ganz gesund war das und sehr ausgewogen. Mhm, klar, komm, hau rein. Hätte ich so schnell gehen, Arzt muss rein. Ja. Well, grüß dich, moin. Ja, weil Merli mich auch gerade nochmal fragte, also wir würden dann irgendwie locker durch den Winter gehen. Mhm. Müssen halt deine Tiere im Blick behalten. Mhm. Hast du dafür alles am Hof oder machst du nachher dann eine Übergabe oder wie hast du für das? Ja, jetzt für den Winter müsste ich eigentlich soweit alles da haben. Beziehungsweise würde ich dann nochmal notfalls einrichten. Was habe ich denn? Ne? Also ich habe die Schweine, da kannst du, kaufst du ja für die Viecher. Ich habe 6 Viecher. Okay. Also da ist genug Silo im Hof und ja. Krieg dir durch dann. Das kriegen wir hin und dann, ja, weiß ich, geht es ja im Februar los mit Startgabe. Dann wird natürlich Februar, März Gülle fahren. Ja, richtig, da die Düngeplanung, da müsst ihr nochmal ran. Ja. Das muss ich nochmal machen. Und dann vermute ich, dass das relativ fix gehen könnte, weil einige Flächen auch noch Stickstoff drauf haben. Mhm. Und dementsprechend kaum noch länger Düngebedarf haben. Ja, dann wird es ja der nächste Schritt zwischen Früchte platt machen und Vorbereitung für Mais sein, beziehungsweise dann irgendwann Richtung April Mai natürlich auch erster Schnitt. Ne? Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie wir so durchkommen, aber. Locker weg. Ich hoffe, ihr habt Bock da drauf und dann könnt ihr das gerne bei mir reinpacken. Okay. Ja, schön. Ja, die eine Übergabe, das wäre hier am Eulenhus. Da ist ja, sind ja 2 verschiedene Grassorten drauf. Mhm. Dass man da nochmal den Schnitt runterholt und was man noch runterholen kann, das klappt. Das ist ein bisschen die Frage, aber wenn es klappt, dann runterholen und danach der Mais an. Das müsste auch im Folgeplaner drin sein. Okay. Wie ist das bei dir mit Viechern, sag ich mal, jetzt über die Wintermonate? Das ist ja lange Zeit. Immer mal peu à peu dann nochmal irgendwie welche dazu kaufen? Oder wie ist das da? Weil du ja sonst viel zu viel Futter hast. Ja, bei den Kühen müsste ich nachlegen. Aber da kann das irgendwie mit Kühen gerade so richtig raus. Kann ich nicht einschätzen. Schwein auf jeden Fall 6 Monate alten wegkaufen und neu rein. Okay. Kühen, ich habe das aber Frühling so gemacht, da habe ich 5er-Gruppen, die in einem 2-Monats-Abstand kalben. Und die kalben ja, wie war das denn? Das ist alle 10 Monate. Ich glaube, ich hatte 5 Gruppen. Also dass sie immer 2 Monate kalben und immer auch gleiche Gruppengröße, also 5 Stück habe ich da halt, weil ich 5 Kälber-Igos habe, dann passt das immer ganz gut. Mhm. Wäre ja eine Idee, das könntest du ja vielleicht auch so machen, mit 6. Mit 6, ja, theoretisch habe ich 7, ne? Ich habe einmal das große, also das sind ja meine 5 rein und dann habe ich 2 kleine. Okay. Hast du halt immer so, was du sich, wenn du dann nachher voll hast, hast du 36 Kühe oder so. Oder 35 Kühe. Gut. Da kann man ja immer noch dann irgendwann ja dann entsprechend im Alter welche dazu stoppen oder dazu kaufen. Also. Ja. Kann man sich dann auch mal ausrechnen. Ja, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich 7 neu dazu kaufen. Jetzt. Okay.
November, Dezember. November, Dezember, Januar, Februar. Und hier geht auf jeden Fall bis zum März oder was? Schätze ich mal, weil ich glaube, im Februar wird nicht viel zu tun sein damit. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Also nochmal eben mit Easy Credit nochmal. Jan MF schreibt, ich dachte mir nur, dass selbst die Sommergerste hier bei uns im Norden August geerntet wird. Sommerweizen, da bist du dann ja im September, wenn du es verkaufst. Und Rainer, moins. Ja, das ist natürlich so, dass du den früh rein haben willst, aber auf Teufel komm raus und wieder einspielen, kannst du besser eine Tüte lassen. Wie sieht bei dir die Lage aus? Oh ja, du kommst zum Ende hin. Mhm. Das wird jetzt rapide kürzer, die Enden. Mhm. Da kommt Merlin hier in Chat rein. Wer hat denn da gepflügt? Das Arbeitsergebnis sieht wirklich top aus. Moin. Ja, das fährt sich auch wohl ganz gut. Ich war hier aber eben noch mal am Nacharbeiten und hier in seiner Drainage da habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, da diese Schichten da rauszubekommen irgendwie. Obwohl doch. Hä? Die sind jetzt weg. Fantastisch. Nur im Vorgewände da sind die Blätter noch da drin. Ob ich die wohl mit der Walze reingedrückt habe? Kreiselecke. Oder Kreiselecke? Ja. Eingekreiselt. Das ist ja fantastisch. Elli, vielen Dank fürs Prime-Sub, herzlich willkommen. Ah, ich lese den Namen hier. Harry der Igel, moin moin. Nasse Flecken auf der Fläche, weil der Bauer den Hals nicht voll bekommt.
feuchtfröhliches Wochenende, feuchtfröhliche Fläche hier. Nasse Flecken. Nasse Flecken. Ja, wir haben gestern uns ein bisschen, wir hatten ein bisschen Schadenfreude entwickelt, wenn deine Drainage bricht. Und jetzt aus spieltechnischer Sicht, Taker das ja so eingebaut hatte, dass das Wasser da steigt dynamisch, wenn es mal geregnet hat. Und wenn das Zeug da wieder durchkommt, dann regnet es und man geht mal über die Fläche und sieht da den Bruch der Drainage, dass da wieder hochkommt. Das Wasser hochdrückt, oder was? Ja, genau. Bin ich gespannt drauf. Ja, gut, das Wasser steht dann bei mir im Silo, oder? Das ja, Wasser überall. Bist du wohl normal, oder? Ich weiß es nicht. Besser eine feuchte Drainage als einen trockenen Graben. Das steht aber fest. Hauptsache durchackern. Das klappt aber ganz gut eigentlich, wenn man sich das erstmal belegt hat. Fehlt mir jetzt nur quasi im Trimble, das werde ich aber nochmal machen, die Dashboard-Live-Integration. Dass man zumindest die Fahrgastnummern sieht, ne? Das wäre super, ne? Ja. GPS-Spur. Genau, einfach nur die Nummer, dann ist ja auch. Hat ausgeblendet und fertig. Sauber. Meine Frage an Prezi, würde man auch in Real Life schräg Flugbrüche drillen? Ach Jan hier, weil ich hier arbeite. Ja sicher, musst du ja im Zweifel sogar. Die Fläche dreieckig ist oder Ausläufer hat und du musst das ja an der Seite der Ausläufer anfangen zu flügen. Weil sich das natürlich nach der Flugbrüche richtet. Dann fängst du ja üblicherweise trotzdem an der geraden Seite an zu drillen. Das ist auch völlig unproblematisch, wenn du es aber gerade fliegst, dann ist das Thema. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Nex. Aber das reicht. Moin. Wenn im Winter mal Zeit ist. Merlin kannst du gerne mal unterstützen. Er wollte ein bisschen basteln, was das Trümmel angeht. Okay. Er will sich in seinen. Ja, er will das glaube ich auch in seinen 900er haben. Trümmelgerät und gewisse Anzeigen da drin haben. Und das Trümmelgerät, da rein, die Antenne drauf, das kriege ich alles hin. Live-Anzeigen, glaube ich, nicht. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Das ist ja eigentlich, wenn es ein Gerät gibt als Vorlage, dann ist es ja wirklich nur Copy-Paste. Außer, dass du den Index anpassen musst. Das ist natürlich nicht wenig. Ja, gut. Ja, genau, das sind schon einige, aber. Dann hat er schon Dashboard live? Nee, das ist komplett neu eingetragen. Also 500er. Im 9er weiß ich es gar nicht. Meiner Favorit. Sie von Schnibbelmodding kam ja immer die Mods. War mit Dashboard live, aber halt immer nur quasi das, was Fendt auch selber abbilden kann. Das
heißt, vielleicht ist es da schon eingetragen, müsste dann nur noch quasi ausgeweitet werden. Auf dem Bildschirm. So, ja, das weiß ich auch nicht. Wende schon. Ich. Moin. Wobei ich muss gucken, also bis Punkt 18 Uhr weiß ich nicht, Vorgewende, das unterschätzt man ja so oft. Wegen Aufwand dessen. Ja, das Flügen war gegen gestern richtig flott. Also, von Anfang an dran gewesen, eine Stunde oder so. Schön runtergerissen. Was mir am meisten Zeit gekostet hatte, war mal wieder die Praxis, die Methode zu erarbeiten, wie man das Vorgewende macht in der Absprache. Einer fährt die Lampe, der andere, der Chat gesagt, Freizug-Wendemanöver. Wie das heißt. Einmal zum Geflüchten drehen, rückwärts setzen und wieder rein in eine Früche. Das war irgendwie immer wieder was anderes. Also hier auf der langen Bahn war natürlich ein Meter gemacht, aber wenn du da an einen Keil dran kommst, wieder eine andere Situation. Wird es wieder drin, wenn du machst. Hätte ich auch Bock drauf, was Philipp da geschrieben hat, wenn das funktioniert. Startbildschirm? Mhm. Da sagst du, das Spiel kam, ne? Ja. Hat ja nichts mit dem Spiel zu tun an sich, ne? Ja, ist richtig. Die ganze Zeit wird hier synchronisiert. Sie erhalten. Bitte? Sollte man sich erhalten, meinst du? Achso, ja, das auch, aber ich meine, dafür lohnt es nicht. Also, so.
Sieht halt nicht geil aus, ne? Sieht richtig geil aus, ey. Die dicke Pelle da drauf ist einfach nur richtig Porno. Wirklich. Einfach geil. Wie viel ist das jetzt für eine Bereifung? 800. Boah, wo hatten wir die denn schon mal drauf? 500? Nee, da haben wir nie die dicke Pelle drauf. 800er. 60 R32 oder so. Mhm. Michelonski oder was? BKT. BKT hinten vorne Kleberreifen. Ich hab nur hinten Doppelkreuzreifen. R32. Ich glaube auch die 900er hätten gepasst, aber das fand ich dann irgendwie matsch dann, ne? So ein 500er dran. Schon eine richtige Tolle. Ja. 19er hatte ich da, gab es ja das erste Mal die BKT, also da gab es noch ein Trainerspiel aus. Da gab es die 960 R32. Die habe ich da auch mal auf den Karo gezogen. Das ist dann schon echt weit. 800er da dran. Oh, hier ist aber ein fettes Loch. Hier passiert. Eine Falschung gehabt. Da ist aber richtig was reingehauen. So. Wissen wir mal. Ein paar Kipper eher reinfallen lassen. Ja. Eventuell würde ich auch noch mal, ja, da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Hierfür, also ich will mit Kalle noch mal sprechen, vielleicht hat er auch Bock, mich zu vertreten. Das wäre aber gut. Nämlich, glaube ich, nächstes Wochenende wird er, glaube ich, seine neue Rennmaschine einrichten. Mhm. Und dann ist, glaube ich, kein Acker mehr sicher vor ihm. Dann ist Abfahrt. Das ist richtig Abfahrt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er auch Bock hat, hier zu sein. Okay. Sehr weit, ne? Wenn ihr euch den Winter da ein bisschen Zeit nehmen oder er sich nehmen, da ein bisschen den Hof auch einzubauen. Oder optimal. Optimal. Optimal, ne? Optimal.
Letzte oder vorletzte? Vorletzte, wa? Ist schon die letzte. Bei mir? Dann. Ja. Quasi die letzte, ja. Mhm. Nee, ein Vorgewinnermanager. Alles noch schön mit Hand. Das hat sich richtig schön eingebrannt. Das finde ich richtig geil. Also Kurse für die einzelnen Flächen und jetzt halt auch noch anstatt der Feldnummer den genannten Schlag da drin. Das macht Spaß. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Aber wenn wir zweimal wieder eintanken, das macht wohl mehr Spaß. Ja. Mal sehen. Boah, jetzt erstmal nur um 2 Tage. lass hier ruhig 3 Tage, ist gut. Ja, der Grieche. Gelötet. Wieso denn ab Freitag? Ich denke, du hast Semesterferien. Da ist noch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag löten. Samstag, Sonntag Erholung. Genau. Zur Familie Erholung. Ja, ab zur Familie. Mal ein bisschen ruhig auf Sparflamme. Ja. So, jetzt sind wir Prüfungen. So gefällt mir das. Aber das lichtet sich hier jetzt auch. Ich glaube, du musst jetzt nicht hier extra noch herkommen. Ich glaube, das. Wenn du 18 Uhr dann wir auch. Ja? Das hatten wir auch, oder nicht? Punkt 18 Uhr, ach. Ich mache jetzt hier noch, also das will ich noch fertig haben hier. Gut, das hört sich gut an. Nee, doch, ich mache dir den fertig hier wohl. Sicher. Sauber. Fertig geflügt, fertig Weizen reingelegt hier.
Finisher. Der Finisher. Stempelt. Stempelkarte voll machen. Finisher abgeholt. Kartoffelbrot, grüß dich, moin. Ja, ruckzuck 3 Stunden weg. Oder? Ja. Schnell. Oh ja, das würde ich mal gucken. Ein Cheer. Bei der Höfe. Wieso? Wisst ihr? Hast recht gehabt. Was denn? Hab's im Safecamp angepasst. Ach so. Jetzt geht's. Ja, richtig. Ja, sauber. Na klar, kannst du das fragen. Kann doch, wo das die Ostseeküste. Bist du mit Saatgut versorgt? Boah, der Schlepper steht hier oben und ich habe noch 40% drin, also. Aber das bringt auch noch so. Den bringe ich nach Hause, ja. Oder warte mal, sonst komme ich, komm gleich eh nochmal hoch. Würde ich nochmal eben voll machen und dann kannst du sonst mitnehmen. Danke fürs Follow. Das mit den Feldrändern, der Mod, du meinst das auf der Übersicht in der Karte, das ist über Curseplay. Dass du dann einen Feldrand zeichnen kannst und dann kannst du denen auch den Namen geben hier. Das sind hier die Namen, die wir da eingetragen haben. Weiß ich gar nicht, ob du dabei warst. Da sagte das, glaube ich, gestern einer oder letztens vorletzten Stream, Ivi. Das nicht schlauer gewesen wäre, sonst kann man das ja auch einfach über Safegame eintragen. Beziehungsweise über die Karte. Statt der Feldnummern einfach die Dinger da einzutragen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mit diesen Ja. Da habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe die mal versucht, die an Map ranzuschieben. Das funktioniert nicht. Also die müssen, glaube ich, innerhalb der Field-Dimension sein. Und dass man die umbenennen kann, geht glaube ich auch nicht. Ob das mit Farmlands oder was zu tun hat, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall konnte ich die damals nicht verschieben, weil die wollte ich halt aus dem Fett rausschieben, damit die halt, ich kann manchmal so ein bisschen überlappen. Ja, genau. Und dann muss man mal genau in die Mitte der Fläche machen. Also man kann die an die Ecken vom Feld schieben, das ist kein Problem. Aber nicht irgendwie außerhalb vom Feld rausschieben. Über User Add. Die umzubenennen oder was? Ja gut, aber ich finde es halt auch ganz nett, sag ich mal, dass man diese Umrandung auch dabei hat, ne? Das finde ich optisch eigentlich auch nochmal ganz cool, würde ich sagen. Das sticht ja dann wieder so ein bisschen hervor. Ja, und ich meine, wir haben so oder so Curseplay drauf. Also ja. Kann man das auch voll irgendwie nutzen, ne? Ach, das ist doch, passt doch gut hier. Hol ich meine Träger ab. Ja, da liegen sie. Da. Ja, herrlich. Hier aber auch ganz schön was zu stemmen hier, ne? Mit dem dicken Aufbau da oben drauf.
Hallo. Also, wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann könntest du mir natürlich auch hinten nochmal meinen Dieseltank nochmal da aus dem Busch rausholen. Und gegebenenfalls erstmal mit zu dir nehmen. Nee. In der Werkstatt würde ich dann nochmal ein, ja, noch ein Stück weiter. Würde ich dann nochmal einen 3-Punkte-Tetcher, glaube ich, da ranfummeln. Mhm. Und dann würde ich den abholen kommen bei dir. Da musst du nicht bei mir vorbeifahren. Okay. Den hast du aber gebraucht für dich, oder was? Ja. Eine kleine Erinnerung, so ein Notizzettel. Ganz eiserne Reserve. Die Box der Schande. Die Box. Wenn du mich fahren siehst, dann habe ich schon wieder nicht getankt. Das ist alles in Bild und Ton, alles in der Wiederholung auch auf YouTube zu sehen. Viel Spaß damit. Könnt ihr euch merken. Es ist auch nicht das erste Mal, dass man das selbst in der Wiederholung sieht. Ich lade das trotzdem hoch. Sehr schön. Jo. Grüß dich, Moinsen. So, Levelü, ich muss los. Vernahmt Sülz noch in Betendöschen mit anderen Mole. Mit anderen Mole, ja. Willi, dankeschön fürs Reinschalten und dann bis zum nächsten Mal, ey. Boah. Wieder weg. Wieder rein. Das ist ein ganz schönes Gefummel hier im Schiebe. Ja, das weiß ich auch nicht. In Beten, das ist ein anderer Mall. Verstehe ich wohl, aber der Name sitzt noch in Beten, das ein bisschen Dösten. Schlafen. Beten, Dösten. Dösten. Nee, ne? Meister, Philipp Moinsen. Haschek hat übrigens gesagt, Moin Lenz und Prisi. Moinsen! So. Neues Projekt. Ich. Aber nur mein Ding, ich nenne es nicht Projekt, aber ein neuer Spielstand, ja.
Sieg von Steinhauser. Moin. Weizenanlage. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Server nicht durchläuft. Das war nicht ziemlich doof, wenn wir vorhin da nicht den Namen vorgezogen haben. Jo. Liegt gestern auch. Gut auf dem Server. Ach scheiße, Biogas. Ist ja egal. Das hat ja keine Auswirkungen. Sei denn irgendwie anders kommt halt auf den Server. Ja, weil früher war es ja so, du konntest halt schön, ich sag mal, bevor du vom Server gegangen bist, nochmal eben die Anlage machen. Und dann ist die halt, hat die halt gemahlen bzw. gemischt. Mhm. Und jetzt musst du ja halt auf dem Server sein. Du musst jetzt quasi am Anfang, bevor du anfängst, kann oder irgendwas zu machen. Das meinst du, ja sicher. Wir machen, weil die ja nur läuft, wenn du auch aktiv auf dem Server bist. Ja, ja, ja. Hatte Merlin meinen Flugplan nicht gestern genutzt oder hat der einen eigenen? Nee, der hat deinen genommen. Okay. Sieht richtig gut und sah auch richtig schick aus. Ja, sehr schön. Hattest du das nicht? Ich meine, das war gerade die Diskussion, als du reinkamst, ob das ein. Was das für ein Arbeitsbild abgeben würde, wenn ich mit Streifenkörper und er mit einem Vollscharf übt. Das halt, ja, wie sehr sich das im Arbeitsbild dann auch widerspiegeln würde. Wahrscheinlich würde man es ein bisschen sehen, das liegt aber am Boden, ne? Und der Streifenkörper hat ja eigentlich auf dem leichten Boden da, ist ja eigentlich gar nicht gut. Wahrscheinlich so sauber umdrehen. Wahrscheinlich wird man dann auch durch die Schule erkennen, wenn man als Mann. Nicht eklatant. Man fährt vorbei und denkt sich, mein Gott, der ist noch mit zwei verschiedenen Scharen hier lang gefahren. Das sieht ganz komisch aus. Wie ist das denn? Hätte wohl wieder ein feuchtfröhliches Wochenende. Jetzt nochmal eben hier das Eck, Vollbach oder das Feuerwende. 30, glaube ich. 30 könnte realistisch sein. Thank you.
Zeiten ein bisschen schneller laufen lassen, dann nächstes Mal Futter da ist. Ja, das kannst du gerne machen. Im Prinzip bin ich da noch auf der Durchfunktion. Ja, ich habe das gesehen, dass Thilo da was zur Verfügung gestellt hat, aber ich hatte irgendwie keine Lust, noch mehr zu installieren, was Shader und so Kram angeht, weil ich damit zufrieden bin, was man mit dem GeForce Experience so einstellen kann. Es macht alles das, was ich eigentlich will, dass man ein bisschen die Farbe rausnehmen kann, ja, eben ein bisschen nachschärfen. Das war es eigentlich schon. Ansonsten finde ich, der ist halt auch einfach echt gut aus. Kannst mir gerne mal ein Bild davon schicken. So, auch gerne lehren und Steigerung ist natürlich auch schön. Durchsortieren, dass ich in den unterschiedlichen Boxen ein bisschen die Altersstufen auch kenne. Auch regelmäßig monatlich. Die monatliche häufig habe. Ne? Ich habe das jetzt so gemacht, so mir aufgeteilt, dass ich halt alle 4 Monate, also jeden Monat welche verkaufe und dann wieder nachkaufe. Also meine Gesamtkapazität durch 4 geteilt. Das heißt, dass in einem Stall zwar 2 Altersgruppen sind, aber. Das kann man doch machen, oder? Kann man machen, ja. Das ist aus dem Motorbett von Cayman. Nur dicke Reifen drauf geknallt.
Komm. Komm. Ja, in dem Sinne. Ja, speichern Sie. Speichern. So. Und dann sage ich dem Chat auch schon mal Tschüss und viel Spaß noch bis zum nächsten Mal. Auf deinem Kanal. Auf deinem Kanal. Alles klar. Wir schauen mal, was wird. Das wird. Mach jetzt gut. Vielen Dank für die Hilfe und die Unterstützung da. Ja. Was auch möglich da wurde. Na klar. Hat immer wieder Spaß gemacht. Ich sage dir, ich habe gerade gedacht. Also, vielleicht muss ich mich einfach noch als Lohner, muss ich mir einfach noch einen Standbein machen. Ich habe richtig Bock da drauf. Mir nur noch Aufträge reinschreiben. Lügen, drillen, gar kein Problem. Kannst du dir da in Hessen, da kannst du es dir gemütlich machen, kannst du deine Damen versorgen. Sicher. Schreibe ich immer schön die Aufträge raus. Und dann schreibst du die Aufträge raus, genau. Mache ich die Osterbeck fertig und den Rest mache ich im Lohn. Nee, aber hat Spaß gemacht. Das ist auch, guck mal, fast fertig. Ich bin jetzt im Vorgewende. Gute halbe Stunde, würde ich sagen. Noch dreimal rumkurven. Ich hoffe, das passt dann. Ah, da oben ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich krieg das hin. Mach ich fertig. Viermal, oder? Viermal. Viermal besser. Viermal. Machst du Fahrgast und dann noch einmal? Ja, genau. Ja, gut. Dann sollte es passen. Geile Nummer. Ja, gut. Mit der 1,50er Spur geht's auch. Bei der weiteren, da schüttet man die mal fast wieder zu. Ja, genau, mit der 1,50er geht das jetzt nicht, wenn man den Klassenkarte fährt. Mhm. Dann hat man wirklich, ja, also mit 9 Meter kriegst du ja, also kannst du ja mit dem gut. Mit 12 Meter finde ich das schon recht schnack. Mhm. Und in dem Ed würdest du dann ja halt auch immer wieder die. Hattest du ja Überlappung in der Gasse dann und dann wächst sie ja auch halt zu, ne? Mhm. Naja, eigentlich meine ich bei 3 Meter oder muss immer eine daneben bleiben. Ja, mache ich dir. Geil. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ja, danke. Tschö. Wir hören. Tschüssi. Erstmal. Erstmal. Erst ein Blick zu Offlum mit Rowcrop. Ich weiß nicht, was Offlum ist. Rowcrop finde ich geil, aber das kostet halt Performance. Ne? Agrama, grüß dich. Moinsen. Oder was ich denn jetzt mache. Offlum? Was soll das sein? So. Wir haben weiterhin manuell eingestellt und
du auf Insta? Achso. Ja, hab ich noch nichts von gehört. Bin aber auch echt sehr inaktiv, was Instagram angeht. Und dazu zu sehen, was und wann, was da rauskommt. Immer nur das, was ich an dem Tag dann mal eben aufmache und gerade da ist. Sicher, alles gut. Die beste Leben. Schöne Runde hier wegackern. Gleich danach noch los hier. Schon auf dem Herd. Ehrlichkeit. Und selber. Den Montag reingekommen in der Woche. Ja, wir haben jetzt, oder ich glaube, wie alle, die dabei waren, ist, aber wir haben jetzt hier, also die offenen Flächen, die noch gestellt werden mussten, von Hof Burlage, also Prezishof, abgeschlossen. Weizen ist drin, Weinhof ist fertig, Merlinshof ist fertig. Es kann sein, dass noch eine Fläche von Hof von der BGR gemacht werden muss. Das weiß ich nicht. Falls du da bist, kannst du mal eben Stand abgeben. Ja, und ansonsten sieht es folgendermaßen hier so aus. Ich bin jetzt die nächsten 3 Wochen nicht am Start. Und wir haben hier jetzt keinen durchlaufenden Server, sondern immer wenn jemand da ist oder man sich abspricht und man ackern kann, will, dann geht es weiter hier. Und da hoffe ich dann natürlich, dass Leute dann hier jetzt auch ein bisschen Bock haben die nächsten Wochen, und dann könnte es halt so sein, dass es die nächsten Wochen quasi der Winter so ein bisschen übersprungen wird.
bis ins Frühjahr geht. Gülle fahren. Sie wollte eventuell noch was mit Brennholz machen, aber... Das auch auf den Kuh legen. So. Grüße nach Dänemark. Hello, welcome. Denstorskif. Fischi, grüße dich. Moin. Das Minus Workshop scheint bei mir vorbeigegangen zu sein. Heißt, man kann Einzelkorn drillen, in richtigen Abständen drillen. Man kann... wenn du mit der Einzelkorn drillst, wächst der Mais auch in den Winkel, den du gedrillt hast. Also du kannst das Vorgewende Mais dann eben in echt zuerst häckseln, weil du der Radrichtung folgst. So, Rope Drop. Hintergrund. Das kann man natürlich für sämtliche Früchte eintragen oder einbauen. Auch beim Getreide jetzt hier zum Beispiel wäre dann eben die Wuchsrichtung hier am Getreide jetzt entlang, im Vorgewende entlang, wo ich jetzt gerade fahre und in der Mitte dann entlang des Winkels, wo ich jetzt gefahren bin. Das ist natürlich, finde ich halt gerade im Mais halt saugeil. Eben genau aus dem Grund, so beim Häckseln, anhäckseln, dann erstmal Vorgewende rundherum. Das sieht einfach schon mal geiler aus und macht auch, glaube ich, ein anderes Gefühl dann. Aber es soll wohl sehr performance-lastig sein, weil bei den ganzen Pflanzen die Bodenwinkel alle mitberechnet werden sollen, aber müssen. Aber das ist eine Prozessorleistung. Auf jeden Fall ist es wohl anstrengend, das System, deswegen, dass die Clients natürlich auch selber was nicht machen. Grüß dich. Moin. Große Scheibe. Wie ich es mir gedacht habe, hier werden wir mit der
Fahrgasse vorne einmal drumher. Aber ansonsten passt sie doch dann ganz gut eigentlich rein. Hier fand ich den Winkel eigentlich gar nicht so, oder die Referenz bin ich eigentlich nicht so schlecht. Nee. Scheibe Brot. Ja, genau, die große Scheibe. Ich weiß es auch nicht. Oder irgendwie so Verschwörungstheorie-mäßig die Erde. Große Scheibe. Die Erde oder meinst du große Scheibe? So. Und jetzt gehen wir mal hier schön hinten rein, dass er hier mit der Spritze auch hinten ranfallen kann. Hier schon mal die Vorgewinde. Da. Vorauflaufmarkierer. Frage, sollen wir da nochmal. Ne, wir fahren jetzt nicht mehr mit Spurenreißer rum. Und dann fahren wir da schön anher, das sehen wir dann ja. So, ne? Ja. Matteo, grüß dich. Moin. So sagen, oder wir gehen jetzt auf die große Scheibe, Arbeit. Ins Rohr, ins Rohr, ins Rohr, ins Rohr, ins Rohr. Ich verstehe es nicht, wofür ich das anwenden kann, große Scheibe. Scheibenecke.
genau. In den Reihen, wie du gedrillt hast. Das klingt auch richtig gut und das. Die Optik davon, sag ich mal, für LS ist es geil. Es könnte halt noch ein bisschen geiler sein, ne? Weil du hast natürlich ja nur eine begrenzte Anzahl an Winkeln. Das heißt, du müsstest, damit es richtig geil aussieht, auch die Anzahl der Winkel nochmal erhöhen. Und es ist dann auch nochmal ein bisschen so, dass. Ja gut, beim Getreide finde ich, sieht es einfach nicht so gut aus, weil dann sind in so Büscheln, buschweise in Reihen wächst. Ich finde, da sieht das dann, wie es jetzt ist, realistisch aus. Aber bei Mais ist es geil. Aus der Küste. Ja. Gestern noch mal schön zum Ausgang, halt einfach rein, rausziehen. Und dann fahren wir noch mal eben die vierte zur Sicherheit. Ne? Und Luca, grüß dich, moin, sein. Mal eben auf der Karte an. Falsche Karte hier. Das sieht doch ganz regelmäßig aus, oder was? Hier oben sieht man, da ist es im Winkel, da passt das natürlich noch mal besser. Aber so wie jetzt, ich finde das gut. So, bin raus, Burger essen, man riecht sich. Ja, bestimmt. Jan, lass dir schmecken. Erstmal, Lenz, weil du letztens sagst, dass ich bei GeForce Experience immer den Shader zurücksitze. Das ist ein Treiberproblem. Ja, ich weiß. Ich habe aber auch schon den neuesten Treiber darauf geknallt und seitdem geht das nicht. Also setze ich das nicht mehr zurück.
Firma will er hier rumhaben. Soll er kriegen. Mal eben. Hier rumziehen. Dem letzten Update ist das. Genau, Jens. Freundesen. Wieder ins Quer ist dann. Das ist hier schon alles perfekt abgeschlossen. So, Eigenlob stinkt, aber ich würde sagen, das habe ich gar nicht schlecht gemacht. Weiß nicht warum, aber hier ist irgendwie eigentlich wird es hier so bergab gehen, ne? Oh, ist mein Stream gerade abgestürzt. Dann herzlich willkommen zurück zum Ende von dieser Runde auf der Ostseeküste. Tut mir leid. Ich wurde zumindest vom Chat gerade getrennt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das sieht nicht geil aus hier, diese Feldeinfahrten.
Guck mal hier, wenn du hier so rauskommst, so, und das, also aus dem Schlepper, das fühlt sich doch auch einfach nur geil an. So, bam. 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 Boah. Oder? Ist doch geil. Bodentextur von Yoki habe ich mir ins Spielverzeichnis eingetragen, ja. Ja. Dann Wolf, grüße dich, moin. Oder auch hier so, weißt du, so aus diesem. Texturen von Yoki gibt es im Vertex Design Discord. Also was ich empfehlen kann, um sich ins Spiel einzutragen, also ins Spiel zu tauschen an Texturen, einmal die Grafik und Baum- und Foliage-Texturen von Vias, das ist auch im Vertex Design Discord. Dann von Yoki die Bodentexturen, dann von Yoki den Muschelkalk oder Carbokalk einzufügen. Von Yoki die Fensterscheibentextur zu ändern. Ja, die verschiedenen oder verkleinerten Bildtypes, Bildplane-Texturen, erste Getreide und so weiter. Da weiß ich gerade nicht genau, von wem die sind. Gibt es auch im Vertex Design unter Community Mods. Junge Leute, fühle ich. Ich fühle das auch. Ich fühle es auch. Das war jetzt knapp, aber. Einfach besser. Ja, da wohne ich. Warum wohne ich da? Ich finde die Feld, also die Einfahrt hier zum Hof einfach geil. Bundesstraße runter. Dann in so einen schön zugewachsenen Weg einfahren. Rechts weg. Also meine neue. Hier noch an Weizen. 328, ich bin mit 178 losgefahren. Ziehe ich. Ach komm, da gebe ich einen Kasten. Ja.
lag die Deichsel im Weg. Auf dem Rücken. Okay, das passt. Ich habe meinen Hof auf 45 oder so die Fläche. Möchte gerne gleich nochmal. Kölsche Pub, grüß dich. Hoi. Das Wochenende überlebt. Ja, und selber war auch. Mein Wochenende war quasi gestern und heute. Geht's wieder los. Eben wieder auseinanderhängen und einzeln reinfahren. Oh, was ist denn jetzt hier, Mensch? Machen wir mal den Karat nochmal vorher rein. N2D, grüß dich, Moinsen. Darf man fragen, was du beruflich machst? Darfst du fragen, aber würde ich dir nur privat erzählen. Ich habe meinen Hof hier unten auf der 54 ist das. Eine riesige Fläche hier und ich habe die dann aufgeteilt. Hab hier unten Jürgensrade, hier habe ich Hasselhorst und hier dann eben meinen Hof mit großer Kuhweide dran. Ich weiß gar nicht, wie groß das hier insgesamt ist. 6 Hektar. Genau, ich habe mir das dann so ein bisschen für meine Acker-Schlachtkartei ein bisschen ausgerechnet oder geschätzt, den Anteil oder das in 3 Anteile zu rechnen. Und genau. Mein Land hier auch in der Umgebung. Hier und hier oben habe ich 2 Flächen. Ich war jetzt gerade hier auf Nienkamp. Welche von Prezi, Hofburlage da oben. Er hat auf der 21 gebaut und hat da auch dann eben nochmal eine Teilfläche davon. Hier das als Teilfläche gemacht. Und gut hier. Und Biogasanlage. Paschek, Dankeschön. Mach's dir auch gut. Schönes Wochenende oder was? Ist ja jetzt gar nicht. Nee, schöne Woche.
Jetzt ein Einweiser, ne? Länger oder was? Soll gut sein. Raffin, grüß dich, Moinsen. So. Stell dich mal hier vor. Ladewagen. 15, da muss ich doch nochmal rausholen.
Passt. So. Ja. Passt, ne? Passt alles rein in alle. Geht alles unterm Dach. Herrlich. Das macht sich doch wieder selbstständig hier. Das ist ja wie bei Schnacki. Naja, er hat aber auch nur eine Hofeinfahrt, die noch so schmal ist. Und ich habe hier meilenweit Platz auf dem Hof. Also ich könnte auch viel auf dem Hof hinstellen. Das kann Schnacki nicht. Aber ja, Fuhrpark, Fend. Only Fend. Sicher. Muss er haben. Da hatte ich auch wieder richtig Bock drauf. Ist halt so. So. Felder bestellt. Ja, ist gut so. Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt aus dem Wochenende raus. Also, das war mein Wochenende. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Enger Tetris, Chris, grüß dich. Ja, eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Und ich denke mal, wir sehen uns nächsten Monat wieder. In April dann hinweg rein, ne? Bis dahin, bleibt gesund, munter. Macht euch was Schönes im LS klar. Macht euch ein schönes sonstiges Leben und so weiter. Genießt das. Das ist so kurz. Jetzt muss ich auch nochmal gerade hier mein neues App. Ciao. Gut, Kölscher Pappen, mach's gut. Yo. Ja.
Dann macht auch mal da ein bisschen Support hier und liebe Grüße beim Agraraffen. Der will 12 Stunden. Kann der Lean knallen. Abfahrt. Oder fährt er schon 12 Stunden? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall rein damit. Macht's gut. Schönen Abend euch. Tschüss.